Dorfhorn, jetzt kommt's. Das heißt doch Schwüle, der Moment. Es kommt. Das ist ja gar nicht. Ist es. Aber na. Doch. Es ist nicht. Ich hab's gewusst. Ja, das war's Falsche. Aber jetzt kommt's wirklich. Dosch, jetzt bist du dran. Wieder nicht. Jetzt wird's kritisch. Mach dir nichts draus. Bleib ganz ruhig. Ich hab's nicht eilig. No, du nicht. Aber ich hab deiner Frau versprochen, dass du diesmal pünktlich bist. War eh das letzte Mal. Jetzt kommt's wirklich. Wir haben ein Taxi bestellt. Darum bin ich ja da. Aber ich hab nur Platz für 4, nicht für 5. Ja, wir fahren ja gar nicht alle mit. Nur er, der George. Weil er bis 11 daheim sein hätte müssen. Mir pressiert es nicht. Wirklich. George, wir sehen uns schon mal wieder. Jetzt komm. Kommst halt einmal wieder bei uns vorbei. Weißt ja, was du uns findest. Das ist doch kein Abschied fürs Leben, ja. Ja, nichts. Wir sehen uns nie wieder. Aber red doch keinen Schmarrn. Ich besuch dich dann einmal draußen, gell, wenn ich Zeit hab. Ja. Was kostet es jetzt bis Perlach? Neu Perlach, meine ich. Für sowas habe ich einen Taxameter, da steht's dann schon drauf, was kostet, wenn wir da sind. Aber der hat doch kein Geld mehr, der Schorsch. Keinen Pfennig. Der hat uns nämlich heute alle freigehalten, weil sein letzter Stammtisch war. Jetzt haben wir gesammelt für ihn fürs Taxi. Ja, geben Sie es ihm halt. Sollte doch eine Einladung sein. Da sind 25 Mark, meinst du, das reicht? Ja, wenn wir's sehen. Wenn was bleibt, dann geben Sie es ihm. Ja, ist recht, aber jetzt fahren wir, gell? Ja. Mach's gut, Schorsch. Bleib sauber. Servus. Lass uns mal hören. Ja, das war's. Aus und vorbei. Was meinen Sie? Aus und vorbei, das war es, das Leben. Wie meinen Sie das? Das war heute ein Abschied wie immer. Warum wandern Sie aus? Bin schon ausgewandert. Seit einer Woche schon nach Neuperlach. Neuperlach, das liegt doch nicht aus der Welt. Für mich schon. Ich kann mir das nicht leisten, 25 Mark für eine Taxifahrt. Fahren Sie mit der U-Bahn oder mit dem Bus? Nein, ich hab da meine Prinzipien. Aus, vorbei. Ich lass mich da auf nichts mehr ein. Ich geh da nicht mehr her. 68 Jahre habe ich in Schwabing gelebt. 37 Jahre im gleichen Haus. Und jetzt aus und vorbei. Ja, so kann es gehen. Sonst könnten Sie den kleinen Umweg machen. Friedrichstraße 46. Ein Umweg? Sie sagen gut. Friedrichstraße. Das ist genau die andere Richtung. Es ist ein Abschied für immer. Friedrichstraße 46, dort habe ich gewohnt. Bis letzte Woche. 37 Jahre lang. 25 Mark haben wir Ihre Freunde gegeben, das wird ein bisschen knapp. Neuperlach und dann noch ein Umweg. Den Rest können Sie behalten von mir erst nur Friedrichstraße 46, wenn ich Sie höflich darum bitten dürfte. 37 Jahre. Im Januar werden es 38 geworden. Die Zeit vergeht und auf einmal ist alles vorbei. Und den ganzen Sommer haben sie uns schikaniert mit kriminellen Methoden. Damit haben sie uns austrieben. Kennen Sie das? Ja, ja. Wir haben einzogen sind, da war alles kaputt. Da lag der Schutt. So hoch lag der Schutt auf dem Parkett. Ne? Vom letzten Krieg, verstehen Sie? Ja. Alle Scheiben waren hin. Der Plafon war runtergefallen, der ganze Stück. Wir haben alles repariert. Alles. Ein ganzes Jahr lang. Oder noch länger. Ne? Und jetzt? Es schaut wieder alles genauso aus. Ja, was wird das, wenn es fertig ist? Das sanieren dann, sie es renovieren. Luxus-Apartment für so ein Bauherrenmodell. Und der Lift bauen sein, als ob wir je einen Lift braucht hätten. Und zentrale Fernheizung. Wir haben halt Öfen gehabt, nicht? Und vorhin haben wir nicht. Und jetzt kostet so ein Zwei-Zimmer-Studio eine 500.000. Und alles ist schon verkauft. Alles. Wo haben jetzt die Leute das viele Geld her? Das finden wir zwar heute Nacht nicht mehr raus. Können wir jetzt vielleicht weiterfahren? Ja, logisch, ich muss um 11 Uhr Neuperlach sein. Ja, das werden Sie nicht mehr ganz schaffen. Es geht nämlich schon auf halb eins. Was halt eins? Oh. 37 Jahre. Im Januar werden es 38. Ja, das wissen wir jetzt schon. Sie können das offenbar gar nicht nachempfinden, wie es einem zumute ist, heimatlos nach 37 Jahren. Ganze Völker sind schon vertrieben worden oder sind ausgewandert. Nach Australien oder nach Amerika. Was ist dagegen schon Neuperlach? Keine Ahnung haben sie wirklich und kein Mitgefühl. Sie müssen ja nicht daraus wohnen, diesen Neuperlach. Wo sind Sie denn überhaupt her? Heidhausen, warum? Heidhausen, so. Brauchen wir gar nicht weiter diskutieren. Da haben Sie nämlich auch gar kein Verständnis für meine Situation. Heidhausen. Warum sind Sie denn ausgezogen nach Neuperlach, wenn es Ihnen da nicht gefällt?
Na so, ich? Das Sie sein, gut, das war doch die Idee von meiner Alten, von meiner Gattin, nicht wahr? Wir finden doch was in Schwabing, habe ich ja immer gesagt, nicht wahr? Irgendwas ums Eck rum. Nein, sie will hinaus ins Grüne. Nicht? Ein Leben lang hat sie davon geträumt, sagt sie, als ob das jetzt auf ihre alten Tage noch was einbringt. Sonst setzt sie dann was ausmachen, wenn ich zu Ihnen nach vorn komme? Deswegen. Es redet sich leichter, wenn man beieinander sitzt. Wenn Sie meinen, dass Ihnen das was hilft. Also, gut, dann halten Sie an. Jetzt? Was soll sein? Ja, ich denke, sie will mit mir reden. Ja, aber jetzt habe ich nichts mehr zum Sagen. So, und wo jetzt? Ja, wo? Herrschaftszeiten. Ja, da vorne. Logisch, da vorne lassen Sie mich jetzt raus. Ist recht, da vorne lasse ich es jetzt raus. Wie spät ist jetzt? 0.58 Uhr, 2:01. Habe ich. Der Taxameter steht auf 29,80. Aha. Ja, was heißt aha? 4,80 Mark kriegen und die Umwege, Sie verstehen? Ja, das tut mir jetzt wirklich leid. Ja, mir auch. Aber ich habe keinen Pfennig Geld mehr dabei. Das ist mir bekannt. Ich könnte höchstens meine Gattin, aber ich fürchte, dass die schon schlaft. Wollen Sie mir pflanzen? Nein, nicht im Ernst. Glauben Sie, ich fahre zum Spaß in der Gegend rum. In meinem Alter, mitten in der Nacht, umsonst, weil ich Millionär bin oder von der Heilsarmee. Ja, es ist gut jetzt. Ja, dann sage ich, vergelt's gut. Ja, ist schon recht. Es war mir übrigens ein rechtes Vergnügen, dass ich mich mit Ihnen habe unterhalten dürfen. Ja, Sie ja. waren schon sehr lebenswürdig, das muss ich sagen. Ja, aber jetzt sind Sie nett also, und ging es zu. Ich hab's nämlich eilig, das ist meine letzte Fahrt, mir klang's. Also, mach es zu. Also, dann sage ich, vergelt's gut. Ja, gute Nacht. Haben Sie die 4,80 Mark durchgefunden? Nein, ich krieg die Tür nicht auf. Das Schloss klemmt. Könnten Sie es vielleicht einmal probieren? Wo? Da drüben? Rumdrehen. Einfach rumdrehen, links rum. Rumdrehen, einfach rumdrehen, der Schlüssel passt sogar in den Schloss. Wie heißen Sie eigentlich? Ich, Wagner, Georg Wagner, warum? Und Sie wohnen in dem Haus? Ja, im 8. Stock. Im 8. Stock? Ja. Wohnt kein Wagner. Gibt's ja gar nicht. Okay, gibt's ja gar nicht. Da im ganzen Haus wohnt kein Wagner, schauen Sie halt selber. Ich hab meine Brille nicht dabei. Im ganzen Haus kein Wagner, auch nicht im 8. Stück. Ja, milligst. Sie müssen doch wissen, wo Sie wohnen. Ich bin doch erst seit einer Woche da.
Und? Ja, nix. Das ist überhaupt gar nicht da, wo ich wohne. Das ist ganz woanders. Ja, und wo? Ja, wenn ich das wüsste, dann müssten wir nicht rumprobieren. Nicht? Dann müsste ich sie auch nicht bemühen. Das muss irgendwo da hinten sein. Da hervor ist es auf gar keinen Fall. Da wohnt der Wagner. Na, hören Sie, ich hab's ja gewusst. Aber im ersten Stock. Jetzt ist er mal abgebrochen, der Schlüssel. Zackler, die, du schauen's. Und erster Stock ist falsch, ich wohne im achten. Das könnte ich schweren. Wollen Sie nicht leiten und fragen? Nicht leiten, bloß nicht, weil. Das siehst du überhaupt nicht, wo ich wohne. Da schaut eins aus wie das andere. Und nachts war ich überhaupt nicht draußen vorm Haus. Im Grünen hat es wohnen müssen. Im Grünen. Wenn wir bloß blieben, wo wir waren, 37 Jahre, werden wir jetzt 38 Jahre. Wenn sie euch lassen hätten, ja? Wenn sie es lassen hätten, ja. Und jetzt? Polizei. Was, Polizei? Weil die dafür zuständig ist. Ja, wieso jetzt das? Weil ihre Adresse im Melderegister steht. Friedrichstraße 46. Ja, früher einmal. Sind sie überhaupt da draußen gemeldet in Neuferlach? Na, nix. Das geht doch zu München. Wenn man umzieht, muss man sich ummelden, egal wohin. Das ist Vorschrift nach dem Gesetz. Ja, wenn es da Vorschriften gibt, dann ist das die Sache von meiner Alten, von meiner Gattin. Die hat mir das Ganze einbrummt. Der Traum vom grünen Wohnen. Ne? Ich werde von Schwabing nie weggegangen, nach 37 Jahren. Ja, jetzt reicht's mir. Wissen Sie was? Jetzt fahren wir zur Polizei und dann ist der Fall für mich erledigt. Siehst du, Sie bleiben da. Das wäre ja noch schöner. Alten Schwabinger. Nach seinem letzten Stammtisch einfach im Stich lassen. Nicht mal aussetzen, da heraus in ihre Betonwüsten. Nicht mal im Grünen, nicht, gell? Nicht so bei der Polizei abliefern und abhauen. Nein, nein. Sie sind ja schließlich für mich verantwortlich. Ich bin schließlich ihr Bahngast. Ja, jetzt reicht's mir aber. Ja, ist vielleicht nicht wahr. Ja, wissen Sie, was wir jetzt tun, wir zwei? Wir fahren jetzt miteinander durch dieses kreisige Neuperlach. Und irgendwann finde ich dann schon heim. Ja? Spätestens, wenn es hell wird. Kommt ja gar nicht in Frage, und wer zahlt man das alles? Tassilogarten am Tassiloplatz. Kenn ich nicht. Eine schöne alte Wirtschaft im Herzen von Eidhausen. Da treffen wir uns, Taxler und andere, jeden Freitag um 6. Stammtisch, bist herzlich eingeladen. Danke dir, Gustl, bist ein guter Mensch. Ja, du hast ja nicht weit hin, 20 Minuten mit dem Bus. Und wenn ich mal zufällig in der Nähe bin, na, hole ich dich ab. Das ist ein großzügiges Angebot. Weil ohne Kontakt, ohne Freunde, bist du ein armer Hund. Ne? Besonders in so einer Gegend. Und jetzt bringst du mich auf eine Idee. Was denn für eine Idee? Wir hätten anrufen sollen, telefonieren. Bei deiner Frau Gemahlin bitte, oder? Wir haben ja gar kein Telefon. In der Wirtschaft meine ich, weißt du, am Stammtisch, weil der Beno, ne, der hat meine Adresse. Der hat alle Adressen von uns. Falls einer stirbt, dass er mit die anderen alle verständigt, das kommen zur Beerdigung. Ja, schon, aber die Wirtschaft ist doch schon lange zu, die sind alle weg. Es ist hell ein leichter Tag. Ja, das sehe ich doch selber. Ich sage bloß, wir hätten sollen. Das nutzt uns jetzt auch nichts mehr. Ja, nutzt auch nichts mehr. Du hast recht. Ja. Und jetzt, wo es Tag wird, jetzt kenne ich mich noch weniger aus. Weißt was, Schorsch, wenn du es gar nicht mehr heimfindest, dann kommst du ein paar Tage zu uns, wir haben ein Gästebett. Und irgendwann gibt der Alte schon eine Suchmeldung auf. Halt, Gustl, halt, bleib stehen. Da drum, ich fürchte. Wir sind gerettet. Ja, das ist ja nicht zum Glauben. Jetzt taucht er da noch auf, der Schlawiner. Um 11 Uhr war es aufgewacht und jetzt ist 4:45 in der Früh. Da liegst du die ganze Nacht wach, kriegst du einen Herzkasperl nach dem anderen, weil du Angst hast, dass ihm was passiert ist. Da siehst du schon im Witwenstand und da kommt er daher und tut, als wenn nichts gewesen war, mit seinem Saufkumpan. Das ist doch der Gustl, der Taxler, mein neuer Freund. Das ist mir wurscht, wer das ist. Ich hätte jetzt die Funkstreifen alarmiert. Eine Großfahndung hätten die gemacht und da kommt er daher, steht saudum rum und schaut blöd, aber was da ist ja einer so deppert wie der andere. Hey, Sie!
Wenn ich mein Taxameter eingeschaltet hätte die letzten 2,5 Stunden, dann wäre jetzt der 100er fällig. Was wollen Sie? Das wollen Sie von mir? Da haben Sie sich aber geschnitten, erst meinen Mann verführen, zum Saufen bis in aller Früh und nachher noch abkassieren wollen. Saubere Freundeln hast, das muss man dir sagen. Aber jetzt ist Schluss damit. Da heraus auf dem Land, da fängt jetzt ein neues Leben an. Da kannst du dich drauf verlassen. Schau, dass du jetzt rauspumpst, aber auf Dalli-Dalli, gell? Und jetzt werden andere Seiten aufzogen und dein Schwabinger Stammtisch, den kannst du dir am Hut stecken, samt deine sauberen Freundeln. Schluss, aus, ist vorbei. Sag ich doch schon den ganzen Abend. Aus und vorbei. Ja, ja, bis zum Freitag um 6. Stammtisch, Tassilogarten, Heidhausen. Ich hol dich ab, kannst dich drauf verlassen. Ja.